Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Celine. Heute befinde ich mich am Stadthafen Senftenberg und möchte euch gerne auf einen kleinen Rundgang mitnehmen. Im April 2013 wurde der Hafen erbaut und ist seitdem einer der beliebtesten Ausflugs- und Erholungsorte am Senftenberger See. Aufgrund der Lage und den vielfältigen Angeboten ist der Stadthafen für unsere Gäste und Einwohner die Verbindung zwischen dem Zentrum in Senftenberg und dem Senftenberger See geworden. Durch den naheliegenden Spielplatz und Badestrand und die Möglichkeit, ein leckeres Eis zu essen, ist der Hafen gerade für Familien mit Kindern immer ein Besuch wert. Die Seebrücke ist sozusagen das Wahrzeichen des Stadthafens. Sie ragt ganze 80 Meter auf den See und ist somit von der Land- und Wasserseite ein richtiger Blickfang. Von hier fährt übrigens das Fahrgastschiff Santa Barbara und der Solarkatamaran Aqua Phoenix ab. Die Tickets bekommt ihr direkt auf den Schiffen. Der Senftenberger See liegt zentral im Lausitzer Seenland. Da ihr mittlerweile von hier aus mehrere Seen im Verbund erkunden könnt, ist der Hafen Hauptanlaufpunkt für die Wassertouristen der Region. Bei unserem Partner Vogtmarine gibt es Haus-, Motor- und Tretboote zum Verleih. Falls ihr euer eigenes Boot einlassen möchtet oder einen Liegeplatz sucht, sind meine Kolleginnen und Kollegen von der Hafenmeisterei für euch da. Jährlich besuchen den Stadthafen viele Einwohner und Gäste, daher findet ihr direkt neben der Hafenmeisterei die Touristinformation. Der Hafen ist übrigens auch Ausgangspunkt für viele Rad- und Bustouren. Es gibt sogar eine Ladestation für Fahrräder. Ich kann mir den Senftenberger See ohne den Stadthafen gar nicht mehr vorstellen und freue mich immer, wenn ich meine Freizeit hier verbringen kann. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Bis bald!